Vor dem Hintergrund des bis jetzt Gehörten fassen die folgenden Folien die Webtechnologien und das, was wir dort machen werden, noch einmal zusammen. Wir haben es mit einem verteilten System zu tun. Wir haben ein Transportsystem, das sind Rechnernetze, wir nennen es Internet. Wir haben Dienste und Anwendungen darauf. Internetdienste sind die E-Mail, News, ein File-Transfer-Server, aber insbesondere das World Wide Web. Das World Wide Web hat wiederum Webdienste, Content Management, Suchmaschinen oder E-Learning. Sowohl für das Transportsystem, aber auch die Dienste und Anwendungen gibt es Architekturkonzepte und Architekturkomponenten. Natürlich dreht sich in dem World Wide Web alles um digitale Dokumente. Sie werden ja auch definiert, sie werden generiert, manipuliert, präsentiert und man interagiert mit ihnen. Hieraus entstehen auch Aufgaben zur Verwaltung und zur Verteilung dieser Dokumente. Webtechnologien sind Technologien, die uns hierbei helfen. Es sind implementierte Methoden und Verfahren, die für die Entwicklung und Anwendung von Systemen, die im World Wide Web genutzt werden, die Grundlage bilden. Um das World Wide Web in seiner Gesamtheit zu verstehen, werden wir einen Querschnitt aller wichtigen Technologien des World Wide Webs kennenlernen. Wir starten bei der Rechnerkommunikation und Protokollen. Wir gucken uns Netzsoftware an, Client-Server-Interaktionsmodelle und insbesondere das Hypertext-Transfer-Protokoll HTTP. Ein wichtiger Schwerpunkt dieser Vorlesung werden Dokumentsprachen sein. Dazu gehört HTML, Cascading Style Sheets, aber insbesondere auch die XML-Grundlagen, deren Syntax, die Namensräume, XML-Schema und angrenzende Familien XPath und XSLT. Es handelt sich hierbei um Wissen, das eine längere Halbwertszeit hat als viele andere Webtechnologien. Gleichzeitig ist es auch eine Vorbereitung, um später in das Gebiet des Semantic Web einzusteigen. Kapitel 4 behandelt Servertechnologien. Wir fangen an mit CGI, Sie lernen PHP und Java Servlets kennen. Kapitel 5 behandelt Client-Technologien. Unter anderem lernen Sie hier die Skriptsprache JavaScript. Kapitel 6 gibt einen Einstieg in Architektur- und Mittelwerttechnologien. Wir werden hier unter anderem AJAX und REST kennenlernen. Das Kapitel 7 habe ich hier der Vollständigkeit halber noch aufgeführt. Es behandelt Technologien für das Semantic Web. Das ist ein sehr interessantes Gebiet, aber das würde den Rahmen dieser Vorlesung sprengen. Um in dieses Gebiet einzusteigen, würden wir auch Grundlagen der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik lernen. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem Inhalt der Vorlesung und den Übungen.